Hallo zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich euch das Videobearbeitungsprogramm unter Linux, das Programm heißt PTV, vorstellen. Und ich hatte das ja auch schon in meinem letzten Video angekündigt, dass ich sowas vorhabe. Ich arbeite mit PTV sehr stark in der letzten Zeit, weil dieses Programm erstens sehr schmal ist, also nicht so viel Ressourcen verbraucht und wirklich alles mit sich bringt, um Screencast-Videos bei YouTube hochzuladen. Ich denke auch so Familienvideos, die man privat dreht, kann man auch hier sehr gut verarbeiten. Möchte man natürlich ein bisschen mehr Filter und Übergänge, dann rate ich zu dem Videobearbeitungsprogramm OpenShot. Dazu werde ich aber auch noch ein ausführliches Video vorbereiten und auf diesem Kanal hochladen. Ich möchte ganz kurz mal auf diese Oberfläche von PTV eingehen. Ich habe hier oben dieses grüne Plus, das heißt, ich kann hier Dateien importieren und ich suche hier mir einfach mal ein älteres Video von mir aus. Ich nehme mal zum Beispiel jetzt dieses Lubuntu in MP4 Format, aber auch in OGV. Also ich kann jetzt auch was nehmen, was einem OGV Paket ist. Das nehme ich mal was Größeres hier, genau. Und jetzt habe ich hier zwei verschiedene Dateiformate. Hier oben habe ich natürlich, wenn ich jetzt mein Programm angeklickt habe, auch das dazugehörige Menü. Ihr könnt euch das gerne mal bei euch durchschauen. Ich selber arbeite mit diesem Menü eigentlich so gut wie gar nicht. Ich arbeite eher mit dieser Oberfläche, die absolut ausreichend ist für meine Videos. Wenn ich ein Video hier bearbeiten möchte, dann wähle ich es aus und ziehe es mir hier runter in den Bearbeitungsbereich. Möchte ich einen Videoclip jetzt hier wieder entfernen, klicke ich das Video an, drücke die rechte Maustaste und kann diesen Videoclip hier auch gemütlich entfernen. Will ich es dann wieder einfügen? Ich würde nämlich jetzt doch lieber ein OGV Video nehmen, also ein Paket wie ein OGV ist. Das schaue ich mir mal was an. Was habe ich denn? Ich habe hier mehr. Da hätte ich noch mal was. Ja, nehme einfach das hier und ich entferne dafür das hier und gleichzeitig wird auch das Video hier im Bearbeitungsbereich entfernt. Nehme dieses Video hier und füge es hier an. Hier habe ich natürlich noch die Möglichkeit, jetzt schon mein Projekt abzuspeichern. Ist empfehlenswert, damit, falls das Programm abstürzen sollte, was sehr, sehr, sehr selten vorkommt, dass ihr eure Arbeit nicht umsonst gemacht habt. Erstellen ist die Funktion, dass ihr einfach ein Video exportiert in einem gewissen Videoformat, in einer gewissen Größe für euer Handy, für euer iPad oder diverses. Das ist, wenn ihr im Fullscreen arbeiten möchtet. Aber dieses Video ist besser, wenn ich das einfach in dieser Auflösung tue. Hier unten haben wir die Möglichkeit, unser Projekt selber zu vergrößern. Falls wir hier genauer arbeiten müssen, ist das sehr, sehr hilfreich. Und wenn wir einfach mal die Übersicht verlieren, können wir auch wieder herauszoomen und wir sehen unser Projekt, wie lang es ist, in voller Größe. Haben hier die Möglichkeit, in der Zeitskala zu sehen, wie lang unser Video geht. Also dieses Video ist zwischen 9,3 Minuten, 9,5 Minuten. Und hier unten haben wir die Tonspur. Wenn ich diese Tonspur zu leise aufgenommen habe, kann ich mittel dieses Reglers die Tonspur erhöhen, also die Lautstärke erhöhen. Oder ich kann es auch nach unten leiser drehen. Ich mache es mal hier in dem Bereich so, dann ist auch meine Tonspur laut genug. Hier unten haben wir so Standardwerkzeuge, also nichts Umwerfendes, aber auch sehr wichtiges Werkzeug. Das heißt, wenn ich hier mein Video mal anwerfe, seht ihr hier den Anzeiger, der immer unsere Position anzeigt, wo wir uns gerade im Video befinden. Und wenn ich jetzt hier einen Cut machen möchte, also einen Schnitt, gehe ich hier einfach auf die Schere und wie ihr sehen könnt, genau da, wo diese Anzeige war, wurde jetzt praktisch was. Also wurde gerade getrennt. Wenn ich das jetzt nochmal mache, könnt ihr sehen, dass ich das beliebig offen machen kann. Ich kann jetzt diesen Bereich natürlich rausnehmen und wieder einfügen. Möchte ich die Gruppierung von diesen Videodateien ändern? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier diesen Bereich hin und her schiebe, seht ihr auch, dass die
der Audiobereich sich mitbewegt, möchte ich zum Beispiel ein Audio, was ich mit einem anderen Software aufgenommen habe, hier einfügen. Wäre es natürlich sinnvoll, jetzt hier den Audiobereich zu löschen. Dazu geht ihr einfach, ihr markiert erstmal das Video, geht hier Gruppierung auflösen und jetzt könnt ihr den Sound hier verschieben oder mit der Entferntaste, wie ich das jetzt auch mache, einfach aus dem Video rausnehmen. Und jetzt könntet ihr eine MP3-Datei oder ein anderes WAV-Format hier mit reinfügen. Wenn ich jetzt hier nochmal mein Video anklicke, seht ihr, dass ich hier wieder eine Gruppierung auflösen kann. Ich kann zwei Videos miteinander markieren, dann kann ich dies wieder gruppieren, dann ist es eben wieder ein gemeinsames Videodatei, also ein gemeinsamer Bereich. Ich löse es mal wieder auf, gruppiere mal mehrere und jetzt habe ich hier wieder eine Möglichkeit, den Clip willkürlich zu verknüpfen. Für was das wirklich gut sein soll, das weiß ich momentan ehrlich gesagt auch nicht. So, und dann habe ich hier die Möglichkeit, ein Schlüsselbild hinzuzufügen. Mit dem arbeite ich auch eher weniger, aber ich denke, um die Übersicht nicht zu verlieren, kann das ein gutes Werkzeug sein. Hier habe ich die Möglichkeiten, wenn ich in einem Bereich einen Filter einsetze, ich nehme mal hier einfach hier sowas vielleicht, schauen wir mal, ja, oder einfach mal ein Schwarz-Weiß-Filter oder sowas, was gar nicht mal so übel aussieht. Nochmal. Das hat nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Na, hier, das klappt doch immer. So, ihr seht auch hier, dass hier alles schwarz-weiß geworden ist und wir sehen auch, dass ich hier mehrmals versucht habe, einen Filter einzufügen. Wenn ich diese Filter deaktivieren möchte, kann ich sie bequem hier aushaken und die Filter wurden wieder aus meinem Projekt rausgenommen. Ich habe hier auch noch einen Reiter, das Transformieren heißt. Ich klicke hier mal drauf und wie ihr sehen könnt, kann ich hier auch noch meine Bilddatei, hier sind so Anfasser. Ich könnte jetzt eben dieses Video verkleinern, vergrößern, so wie ich das gerade jetzt gerne möchte. Und jetzt kommen wir zum eines der wichtigsten Punkte, was PTV machen kann. Ich gehe jetzt einfach mal auf Erstellen. Und hier habe ich natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann eine DVD draus machen. Für ein HTC Desire könnte ich das umwandeln. Für ein HTML5, das läuft fast auf jedem Gerät mittlerweile, könnte ich das umwandeln. Blu-ray könnte ich draus machen. N800, ist das nicht ein Nokia-Handy? Hat doch fast keiner mehr. Egal. iPod und iPhone. Das ist jetzt, sage ich mal, immer meine Wahl. Da nehme ich das und ich bleibe hier nicht bei AVI, sondern ich gehe immer auf MPEG-4, gebe meinem Projekt einfach mal einen Namen, Testname und dann kann ich hier oben nochmal aussuchen, wo ich es genau hinhaben möchte. Ich sag mal, ich will es in die Video, in den Ordner Videos haben. Hier nochmal im Videobereich kann ich den Codec auswählen. Ich kann hier meinen Codec also feintunen, auf gut Deutsch, kenne mich aber da zu wenig aus, um da jetzt wirklich manuell selber was zu tun. Wir schließen das hier mal wieder. Wenn ihr euch hier auskennt, dann könnt ihr auch gerne mal hier ein bisschen rumspielen. Da ist bestimmt noch was an der Qualität rauszuholen und das geht hier wunderbar. Bildrate nicht mal 30 Frames pro Sekunde und hier das Skalieren dieses diese Auflösung ist einfach viel zu wenig, vielleicht gut für ein iPod oder für ein iPhone, aber natürlich für ein YouTube-Video einfach zu minder. Da mein Bildschirm hier Full HD kann, gehe ich hier hin und suche mir die Full HD Auflösung auf, gehe hier auf 30 Frames pro Sekunde und bestätige das mit OK. Hier nochmal im Audiobereich nehme ich MPEG-3 als Codec, könnt ihr hier natürlich auch andere Codex benutzen. MPEG-3 ist einfach, da ist die Soundqualität passend und auch ja die Speichergröße dementsprechend wenig. Hier gehe ich nochmal auf 96 Hertz, weil ich einfach festgestellt habe, dass ich hier einen besseren Sound dadurch erreiche. Ja, wenn wir das alles durch haben, dann sage ich einfach erstellen. Und ihr seht im Hintergrund,
das hier gerendert wird und das innerhalb in 6 Minuten. Das ist also ein 10 Minuten langes Video, also knapp 10 Minuten langes Video. Und hier wird eine ungefähre Zeit von 6 Minuten eingeschätzt. Und danach habe ich ein MP4, ja, Video in einer sehr guten Qualität mit einer guten Soundausgabe, wo ich dann einfach bei YouTube hochladen kann. Und das kann man natürlich auch mit privaten Videos, Familienvideos, Geburtstagsvideos machen und dann eben auf einer DVD oder auf einer Festplatte archivieren und für die Ewigkeit abspeichern. Ich hoffe, dieses Video hat euch Mut gemacht, ein bisschen euch mit PTV zu befassen. Und ja, und der ein oder andere hat vielleicht hier auch ja, was mitgenommen, was er noch nicht gekannt hat. Ich hoffe, beim nächsten Video seid ihr auch mit dabei. Wir sehen uns.